Hey. Oh. Ah, ich glaube, hier gibt's diesmal Items. Heimatleim. Ahoi, ihr Landratten, und willkommen im Piratenland. Darf ich erstmal ganz kurz anmerken, wie wunderschön ich unsere Piratenkostüme finde? Ja, die sind mega. We're here, everyone. This is Pirate Land. Bada! This is a tropical isle. Pirates are scouring the island in search of the sacred treasure. You too shall become pirates and scour the island for booty. Your objective this time? Piratenkönig Bowser. Is to defeat Captain Bowser, your nemesis, and find the treasure. Find the secret treasure to become the superstar of Pirate Land. Arr! Now before this adventure begins, we must decide turn order. Ihr Landratten. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Mario Party Start. Mario Party. Willkommen zu Mario Party 2. Es fängt wieder gut an. Na gut, letztes Mal war ich auch einer der Letzten und hab gewonnen. Ja, letztes Mal war ich Letzter und du warst Dritter. Wir haben nur getauscht. Donkey Kong, was starrst du in meine Seele? Please use them wisely. Das ist das erste Mal, dass ich Donkey Kong mit dem Hemd sehe. Donkey Kong hat genauso seelenlose, tote Augen wie Toad. Oh, Toad guckt aber wenigstens knuffig. Guck dich mal diesen Ubu-Mund an. Hier ist der feste Coins. Da ist eine Bank. Müssen wir Münzen abdrücken? Es scheint aber auf jeden Fall diesmal Items zu geben. By the way, Baby Bowser is over here. He may take coins from you, so be aware. Bob und Toad, geht ab. Also das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil da die anderen beiden drüber sind. Ein Moment. So, jetzt könnt ihr loslegen. Ich habe eben kurz das Bild angepasst, weil das so ein bisschen ausgeschnitten war. Für euch Zuschauer. Und hier übrigens nochmal der Aufruf. Bitte entscheidet in den Kommentaren, welches von den beiden Mario Partys ihr erstens lieber haben wollt und zweitens, ob ihr das mehr so uncut haben wollt. Dann kommen die Parts aber auf jeden Fall nur am Wochenende. Oder ob ihr das stark geschnitten haben wollt. Schreibt mir das in die Kommentare. Ach, ich bin dran. Ja. Ja. Du bist Donkey Kong. Also ich habe keine Haare. Ich bin glatt wie ein Aal. Du bist kahl? Aber dafür lege ich Eier und ich werfe Harz mit denen. Ich habe Eier. Und wenn man Bugs ausnutzt, frisst du kleine Kinder. This is Cooper Bank. Please deposit 5 Coins in your saving account. Meine Menschen! Oh, Player King. Bitte jetzt hier im Gegensatz zu dem anderen, dass wir auch gegeneinander sind. Take the picture frame up and down, left and right to clear the patterns and reveal the picture beneath. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Ja, letztendlich, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ich habe den Bot übrigens diesmal auf leicht gestellt. An euch, liebe Zuschauer. Practice-Modus. Das hatten wir vorher nicht. Nee, nicht wirklich. Okay, wir können jetzt ausprobieren. So, ich glaube, die beste Taktik ist tatsächlich erstmal die Mitte wegzumachen. Bei der Amten brauchst du ja nur am Rand entlang gehen. Komm jetzt hier runter. Nein, nimm das Ding doch mit. Komm. Nein! Ja, verdammt. Dieser Typ mit dem Schnauzbart. Der hat uns abgelenkt mit dem Schnauzbart. Der Schnauzer ist allmächtig. Don't mess with the bow. Okay. 5 Münzen abgeben, wenn man an der Bank vorbeikommt. Wahrscheinlich kriegt man sie wieder, wenn man drauf landet. Wahrscheinlich, ja. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, weil es gab ja in den Elternspielen schon sowas. Tja, da gehen deine Münzen. Ich habe immer noch 5 extra. Was uns hier auf jeden Fall gefällt, hier gibt's Items. Ja. Mushroom Skeleton Key. Die getötet tut das Blocks. Hm? Und Keep Gate. Es gibt ein Gate? Ja, ah, da vorne sieht man das sogar schon. Ja. Ich nehme mir mal so einen Schlüssel mit. Ja, eventuell ist er praktisch.
Müsstest du mal gucken, es gab ja eine Karte. Auf R hast du die. Z ist auch mal ja noch ZL hoffentlich. Da gehen deine Münzen. Ja. Und wenigstens können jetzt hier Einzelne gewinnen. So, mal kurz gucken. Oh, sind das riesige Maps. Ja, die Map ist groß. Wo sind wir überhaupt? Ich würde sagen, mal da ganz unten. Wo ist denn der Stern? Ach, wenn du jetzt hier das Gate öffnest, dann kommst du hier unten hin. Und dann, warum willst du durch das Gate? Das ist doch nur ein Nachteil für dich. Mhm, zumindest erstmal. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Bowser. Nom. Welcome to Bowser Space. I recommend you try run of my frightening events. I hope you enjoyed. Nein, werde ich nicht! Step right up and let the roulette choose your fate. Das ist alles Müll! 100 Star-Percent! Der Troll! Ich hab nicht mal 10! It's coins for Bowser. This is an exciting event in which you give 10 coins to me. Let the event begin. Don't have enough, huh? Don't worry. I'll get by if what you've got. Okay, herzlich willkommen zurück. Sunny musste mal eben kurz weg. Ah, was that fun or what? Thanks for playing, see ya. Danke für deine Münzen. Du hattest eh schon nichts mehr. Wer winkt? Ja, und auch so freundlich winken, nachdem du mir alles abziehst. Okay. Ich hab doch eh schon nichts. Kannst du nur ein Item halten oder geben mehrere? Ich weiß es nicht. Move to the music. Oh ja, let's dance. Jetzt musst du uns wahrscheinlich Musik geben. Ich muss Musik machen und ihr müsst sie nachahmen. Sunny, dein Job eigentlich. Wo ist mein Controller, oder? Was? Dein Job ist nicht deinen Controller suchen, obwohl das auch. Aber war dein Job nicht tot? Ja. Copy the moves of the Dance Master. If even one player is left standing, a Dance Master loses. Okay. Oh, das wird ja die Hölle für euch. Oh Gott, so viele Tasten. Das werde ich so hart gewinnen. Oh, wenn jetzt. Try to remember the entire dance. Oh, die Taste gefällt mir. Okay, ihr müsst einfach nur nachmachen, was ich drücke. Vergiss nicht, Z ist ZL. Ja. Ihr kriegt nicht mal denselben. Oh, ist das für eine Quälerei. Ja. A, Z und oben Ding. Z, A. Komm, verkack jetzt! A. Z. Ach fuck, es war links unten oben, fuck! Ja! Okay, dass ja nicht alle dieselben Dance King haben, kann man uns auch vorher mal sagen können. Ja, eigentlich ja. Also, da stand nicht, dass es aufgeteilt ist, aber danke, dass ich meine Mütze zurückbekomme. Ach, ich hab sogar noch zwei extra bekommen. Übrigens, zu diesem Zeitpunkt, Mario Party 3 soll auch noch irgendwann dazukommen, das werden wir dann auch noch machen, aber bis das raus ist, machen wir erstmal die beiden, die wir jetzt gerade haben. Aber wir haben uns schon geeinigt, wenn Mario Party 3 draußen ist, wir kennen davon zumindest schon so ein kleines bisschen, vom Aussehen her. Ich denke mal, dass wir dann auf Mario Party 3 am ehesten gehen. Wieso sollte ich da aufmachen? Um zum Bowser Jr. Da unten ist der Stern! Da unten ist der Stern! Er ist zwar schwarz, aber da ist ein Stern! Ja, weil Baby Bowser ihn ja klauen will. Nein. Das ist eine Halluzination. Hättest du nicht einen weniger haben können? Ja, eigentlich willst du eher den Schlüssel haben als den Pilz, ne? Mhm. Wisst ihr was? Ich schließe mich diesen Gruppenzwang nicht an. Verräter! Verräter.
Macht's dem Bot nach. Trader! Ich bin gerne ein Trader. Wir Trader müssen doch gucken, wo wir bleiben. Noch mehr tanzen! Sunny? The record spins and spins and so does your head. Be the first of the dizzy dancers to grab the floating musical note. Bewegen, springen, B Angriff und ja. Oh Gott, nein, nicht sowas. Das so. Ich wünsche euch viel Spaß. Also der letzte, der steht, gewinnt, oder wie? Nein, der erste, der die fliegende Musiknote kriegt. Hilfe! Hä? Um Gottes Willen, die Steuerung ist auch noch invertiert! Nein! Ich war fast dran und dann habe ich mich nicht gedreht. Ich auch. Easy, Leute! Mit Glück gewonnen, mit Glück! Ja, also könnt euch mal, ihr könnt an meinen Eiern. Ich glaube, man hat echt nur ein Item. Ja. In späteren Spielen hast du Möglichkeit zu drei mitzunehmen. Hey, es ist schon eine Erweiterung zum vorherigen. Ja, das ist wahr. Das erste hatte gar keine Items. Okay, den Tromp. Die blockieren den Weg. Was für ein wunderschönes Kumpelhaus. Ah, Fragezeichen. Whee! Bitte auf Anfang. Ja! Boah, das ist fies! Vor allem, die hatten einen Pilz eingesetzt, um mehr Felder voranzukommen. Deswegen sag ich ja, das ist fies. Okay, nicht auf die Fragezeichen. Der Stern, der war oben. Es lohnt sich nicht für dich. Ich korrigiere, es lohnt sich für dich. Es lohnt sich! Open! Oh, du wärst auf dem Bowser-Feld gelandet. Schade. Und was ist das für ein Feld? Ich weiß es nicht. Battle-Mini-Game! Ich spiele um unsere Münzen! Erinnert? Ten Hart ist der Goomba jetzt zum, zum American Football Player geworden, oder wie? Nein, wir sind die Einzigen, die hier eigentlich gerade wirklich um ihr Geld spielen. Nicht so. Ja. Wir beiden hatten doch gar nichts. Warum spielen nur wir um unser Geld? Vor allen Dingen, ich habe gerade erst mein Geld zurückbekommen. Day of the Rain. Kann ich mir meine Münzen nicht mal lassen? Nö. The race is about to begin. Pick the character you think will reach the finish line first. And thereof. That character confirmed. Just because a character is ahead doesn't mean it will win. Watch out for come from behind victory. Boah, das ist so ein Glücksspiel. Oh nö. Ja, ist das bei solchen Minigames nicht generell so, bei so Battle-Minigames? Wir riskieren hier alles. Wir riskieren unsere Seele. Nur einer von uns ist richtig, oder wie? Explosive Macht des Bob-Bombs, Abfahrt! Ja, toll, und ich darf als letzter. Ich nehm den. Big Man. Komm bitte. Und Kai hat nicht mal eine Wahl. Kai hat nicht mal eine Wahl. Ich mach das Minispiel auf. Wir können jetzt nur darauf hoffen, ne? Ey, wie ist mein Großer so schnell? Nein! Lauf! Oh oh. Lauf, du fettes Stück! No, 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 no! Oh, als ob der Bot gewonnen hat. Platz. Foto Finish. Foto Finish. Aber wir sind Zweiter, ja. Komm, hat keiner überholt? Ja. Ich glaube, keiner hat noch überholt. Ich glaube, ich habe noch überholt. Ah, nein. Ja, war aber ganz knapp. Oh, ich krieg nochmal eine Trostmünze. Ich habe mein Geld wenigstens fast zurückbekommen. Ich habe alles verloren in einem Glücksspiel. Und deswegen, liebe Zuschauer, geht niemals Glücksspiel spielen. Wir hatten noch keine Wahl. Glücksspiel kann süchtig machen. Merkt euch ja, das. Ja, open! Öffne es doch! Warum sollte ich? Oh nein. Damit dich die Kanone nicht trifft. Alles nur, weil du nicht durch das Tor wolltest. Selber schuld.
So, jetzt zeige ich euch mal, wie man Items richtig benutzt. Wir finden eine 3. Ja, bitte. Das wäre so Karma. Das wäre einfach richtig. 9. 9. 10. Guck's mal, okay. So kommt man voran. Fuck, okay, ich okay. Die Frage ist voran, das ich hoffe, ich komme nicht beim Stern an. Ich habe nicht genügend. Nein. Nein, jetzt Hechpriller. Nein, ich will euren Dreck nicht. Oh! Der Bowser wäre schön gewesen. Nein, für mich nicht. Komm, bitte, gönnt mir den Win. Ich kann mir dann einen Stern kaufen. Bumper Balls. Bitte. Nein. Ah, das ist so ein, man muss sich runterschubsen Spiel. Okay, wir brauchen nicht lesen. Einfach nur runterschubsen. Okay. Ja, super. So Spiel mag ich ja so gar nicht. Oh. Nein. Nein! Nein, komm! Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht! Einfach nur weiter rumlaufen. Ich wollte Kai runterschubsen. Ich auch! Hey. Hat ihr nicht alle gesagt, alle auf Sunny? Ey! Der drunter! Da jetzt war ich nicht fertig! Oh Gott, das sieht so krass aus! Jetzt fall doch runter! Oh, nein, ich gönn's dir, kein Mach ich fertig! Fall runter! Kai, fall runter, Kai, du fettes Stück! Kai! Nein, ich will nicht! Der Draw. Kriegen wir beide Münzen? Sundev? Oh. Schade, kein Sundev. Mann! Okay, der kriegt Münzen. Damit kann ich vollkommen nee. Mann. Ich denke mal, die Kiste ist einfach generell ein Item kriegen. Nur irgendwie Münzen oder sowas. Hättest du mir die 10 Münzen nicht gönnen können? Nein. Don't pass. Ich kann es den Stern eh nicht leisten. Du auch nicht. Ja, wegen dir. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Ah. 1. Ja! Kassier doch mal ein paar von seinen Münzen ein. Du willst mich jetzt verkackern, Jan. Du dreckiger Stück! Und weg damit! Was dein Vater, what? Hör auf, auch noch so friedlich zu winken! Doch sowieso nicht! Alle auf den Eier. Eier. Ey, ich werd euch jetzt. Pain Game, das war doch das vom letzten Mal! Ja. Das hätte mir überhaupt nichts gebracht. Ah. Oh Gott. Also, einfach jeder drückt in Richtung. Okay, wir drücken einfach in eine Richtung und wenn ich die richtige Richtung wie ihr nehme, dann seid ihr draußen. Okay. Okay. Einer ist schon mal weg. What? Ja. Ich hab weggedrückt. Ich hab eigentlich nicht so, weil ich dachte, dass er nach vorne guckt. Fuck! Dass er nicht drückt. Damit hab ich nicht gerechnet. AFK 3 bringt was. Immerhin klaut er keine Münzen, er kriegt mal welche geschenkt. Ja, das hat mich voll erinnert. Ja, es ist echt so, dass man die Münzen kriegt. Oh Mann! Ja, damit hab ich schon gerechnet. Ja, es war klar. Tschüss, Luigi. Oh. Das nutzt mir jetzt auch sowas. Egal, dann habe ich zumindest ein bisschen Zeit, um Münzen einzusammeln auf dem Weg. Sind übrigens wieder 20 Turns. Hier, Leute. Ich habe nicht mal 3 Münzen. Ich glaube, erst ab Mario Party 3 gab es sowas, dass man auf 10 Runden gehen kann.
Okay, und man kann auch nur ein Item kaufen, sonst hättest du dir jetzt noch was kaufen können. Ich hab kein Geld, ich kann nichts kaufen. Oh, ich darf genau davor stehen bleiben, danke. Hä? They're rolling out the barrels, all you have to do is to break open the one with the item you want. Okay. Und welches Item davon will ich? Also der goldene Pilz ist wahrscheinlich 3 Würfe. Die anderen beiden kennen wir, was ist die Kiste und was ist die Bombe? Die Bombe ist wahrscheinlich einfach nur Mist für mich, aber ich will wahrscheinlich die Kiste haben. Du kannst ja Item Explanation angucken. Keep your... Klick doch einfach langsam durch, dann siehst du es auch. Game Root? Ach. Mushroom, get 2 dice for the start of your next turn. You use this chest to steal the item from one of your rivals. Baby Bowser, the Bowser himself. Okay. Ja, und das ist halt, dass man 3 hat. Ja, am ersten will ich die ich will die Box. Nein, willst du nicht? Wir haben doch beide nur noch Schlüssel. Was nutzt ihr das? Wirklich so? Dann habt ihr keinen. Ja und? Um Gottes Willen, keiner hat gesagt, dass mir, dass die rumwechseln, um Gottes Willen. Und jetzt haben wir den Schirm abgelenkt. Ich hab die Box immer noch auf dem Schirm, ich weiß, wo die Box ist. Ja, ich hab nicht drauf geachtet, das ist das Problem. Ich nehm die hier. Gar nicht, da ist die Box von oben rechts, ja. Oh, da war ein Baby-Bowser, da war ein Böser. Bowser Junior, bitte, dankeschön, das ist der fachlich korrekte Begriff. Nee, das ist noch nicht Mini... Das ist noch nicht der andere Bowser. Baby-Bowser kam erst wesentlich später. Das ist Mini-Bowser. Simon sagt? Shy Guy. Shy Guy is sad. They can raise a flag, so just raise the same color flag. Simple, right? Okay, welche A ist weiße Flagge und B ist rote Flagge. Okay. Jo. Simon sagt? Das ist ja easy. Ah, ich wollte gerade drücken. Verdammt. Tschüss! Ja, ich werde dich einfach vom Himmel schießen. Nein! Jetzt hab ich nicht aufgepasst, weil ich gelacht hab. Genau mit sowas habe ich gerechnet, dass er genau so einen Scheiß macht. Jetzt hat der Bot gewonnen. Und ich habe nicht aufgepasst, weil ich überzeugt habe. Deswegen habe ich ein bisschen länger gewartet, weil ich dachte, er macht genau sowas, aber ich war eine Runde zu früh. Ich habe noch eine Runde zu früh damit gerechnet. Er kannte das Minigame schon. Ich weiß, wie die Dinger funktionieren, dass sie auch immer irgendwann versuchen, dich rauszubaiten. Oh, und jetzt können sie sich einen goldenen Pilz kaufen? Ja, weil sie die 20 Münzen dafür hat. Münzen sind entscheidend in diesem Game. Die hat einfach alle unsere Münzen so gesehen abgezwackt. Okay, und die Kisten, das sind einfach Item-Minispiele. Jo. Kann sich aussuchen, was man will. Oder eventuell ist das unterschiedlich. Auf. Ja. Komm, ich mach einfach mal. Warum eigentlich nicht? Achso, das ist einfach dann generell offen. Oder? Nee. Oder kann er jetzt durch, wenn er da durch will. Egal was passiert, ich kann ihn mir nicht leisten, selbst wenn ich 20 Münzen hätte. Aber da kommt jetzt noch eine Bank. Da sind aber auch nur 8 Münzen drin. Ich heb mir den Pilz mal auf. Ah, okay, die kombinieren sich. Du hast keine 20 Münzen, dann verzieh dich! Ja, das ist halt wirklich so. Dann lauf außen rum. Abandoned Ship. Oh, so important. Er kennt die ganze Minigames schon, deswegen will er die haben. Nee, das klingt aber cool. It's a race to see who'll be the first to use hip drops to pound the totem bros into the ground. Ja. Okay. Klingt relativ eindeutig. Ja, du starrst in die Seele immer noch. Okay. Die Höhe ist wichtig. Victory! Nein! Ich musste das erstmal rauskriegen, dass er auf dem höchsten Punkt abdrücken muss. Ja. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Ich hab's direkt gecheckt. Tatsächlich. Ja, ich hab ein paar
Nein, und die sind immer noch zu. Nee, eventuell, vielleicht ist es jetzt auch nur für ihn offen, für dich. Der war jetzt nur für dich mal eben kurz auf. Ja. Spätestens jetzt siehst du es. Und da war es übrigens gerade, du kannst nur ein Item haben. Ja. Der lässt sich nicht rein, wenn du eins schon hast. Also eigentlich solltest du die einsetzen. Oh! Ich hab nix. Geizig. 21 Münzen! Willst du mich eigentlich mal machen? Hast du eigentlich vom Prinzip die Bank einmal einkassiert? Im Prinzip ja. Und ich krieg noch ein Item. Geil! Ach, das sind immer die Barrels. Okay. Ja, komm, ganz. Warte mal, da ist ein neues Item. Ja, ich weiß, ich guck gerade. Ah, so geht. Warte. In den rechten da unten. Und dann, so machst du das dann noch weiter. Changes place on the map of one. Wag sich ja nicht. Auch nicht schlecht. Wo stehst du, Scheide? Ich bin schon am Stern vorbei. Hast du auch gerade gesehen, dass der mich getötet hat? Stimmt, ich erinnere mich. Der hat mich gerade richtig getötet. Als ob ich dir das jetzt sage, du Dench. War super wert. Ich würde die Box aber generell nehmen. Jetzt ist die Frage, kann er es überhaupt nehmen, weil er hat ja eigentlich schon ein Item. Mhm. Eventuell könnte man dir das dann austauschen. Stimmt, er hat nicht mehr, er hat seinen Schlüssel ja benutzt. Es könnte ja wirklich so sein, dass du dein Item dann tauschen kannst. Ich hab das, was ich wollte. Ich bin für so ein Game zu rentnermäßig. Für so ein Game bin ich einfach nur Rentner. Du bist alt. What? Ich hab gehört, ich nutze den Würfel. Ich will nämlich an dem Bowserfeld vorbei. Jetzt würfel da drei kleine Zahlen und kommt trotzdem drauf. Ja, das wäre schon geil. Fünf? Zwei? Fünf? Acht. Ah, ja, das weiß ich müsste nicht drüber sein. Ah, das ist locker drüber. Oh, ich wollte nur nicht aufs Bowserfeld. Dann kriegt er die Kanone. Ja, hauptsache nicht auf dem Bowserfeld. Ich muss eh eine weitere Runde laufen. Ich sehe es so. Ich komme nicht auf das böse Feld da oben. Im Prinzip hast du dir jetzt sogar noch Zeit gespart. Ja, wem machen wir ein Team? Schwierig. Machen wir Kai und den Bot kaputt. Das ist überhaupt unser Job. Ja. Keep Bob rennen. Right. Left, right, steer up, speed up, down, slow down. Um Gottes Willen. Okay, ich hab's verstanden. Okay, der Rentner, der versucht's. Der Rentner-Dämon. A drücken, oder? Ja. Einmal nach vorne halten, du machst das Lenken. Nein! Sunny, fahr! Tu ich doch! Wieso sind die so schnell? Um Gottes Willen! Ich glaube ja. Weil wir runtergefallen sind. Komm, fall runter, ihr Säcke. Fall runter. Fall runter, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter. Wenigstens kriegen sie den Speed nicht. Ich gönne ihnen, dass sie den Rekord nicht brechen. Der da same ist. Same. Ich dachte, fall runter! Jetzt ist die Möglichkeit da! Komm, Peach! Du musst reinfallen, Peach! Komm, fürs Team! Komm, Peach! Nein, sie bleibt mir! Komm! Fall runter, 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 fall runter! Warum kommen die so perfekt? Weil ich gut bin! Ich habe in letzter Zeit viel Mario Kart gespielt. Und ich habe den Rekord noch geknackt. Boom, Bitch! Nein! Nur weil du nicht gelenkt hast. Ich hab gelenkt.
Ja, aber nicht genug. Wir waren ja, nicht genug. Wir müssen aber wahrscheinlich zusammenlenken, damit das anständig funktioniert. Ich dachte, es reicht aus, wenn einer lenkt. Ich glaube nicht. So, die Frage ist, Mario Party 2, hat sich da der Stern schon bewegt? Ich meine, bei 3 hat er sich schon bewegt. Komm, ein Feld weiter. Ja, damit kann ich leben. Mit wem willst du Felder tauschen? Kann ich tausche jetzt mit Peach. Nein, ich kann mir das nicht aussuchen, verdammt! Ja, random. Hast du mir gerade die Hölle angetan? Peach tauschen, verdammt! Ich wollte eigentlich wirklich mit Peach tauschen und dann den Stern holen, aber da ist das leider nicht auswählbar ist. Sunny, ich hasse dich! Kleiner Trickkerl. Geh sonst fressen. Ich wollte eigentlich mit Peach tauschen und mir den Stern holen. Kacke. Ja, schön, dass du es dir nicht aussuchen kannst. Ja, Bowling schon wieder. Auf. Diese Bowling. Aber du warst kurz im Arsch damit. Ich gucke nur kurz, wie ich bowle. Das ist dasselbe Spiel, nur diesmal in einer anderen Grafik, glaube ich. Okay. Das hatten wir schon beim ersten. Ja. Oh, oh, guck wow. Mal mit. Ah, ich habe eine gute Position. Ich gehe nach rechts, ne? Er zieht nach rechts! Er zieht nach rechts! Hüpft weg! Ja, ich hab überlebt. Nein, ah, er hat mehrere Würfe! Ich hab 2 Würfe. Und der kann ihr schon. Nein! Daneben! Du kriegst mich nicht! Verdammt! Ich hab uns den Sieg geholt, Kai. Sehr schön. Sehr schön, Yoshi-Pin. Der hat trotzdem 2 Münzen bekommen. Ja, wahrscheinlich, weil er uns 2 umgelegt hatte. Wahrscheinlich. So ein Großpreis dafür, dass du wenigstens überhaupt was geschafft hast. Oh, ja, nein, die kriegt den Stern. Das wollte ich eigentlich verhindern. Komm, die 1. Mehr, ja, die hat mehr als genügend Münzen auch. Ja. Oh, wow. Ich kann doch nicht angehen, dass uns der Bot fertig macht. Also, es gibt ja noch die Bonussterne. Aber trotzdem... Nein! Dieser Toad. Jetzt move der Stern. Ja. Übrigens, damit ihr mal den Toad seht. Mal packe ich die beiden einmal ganz kurz weg. Guck mal, guckt euch diesen knuffigen Toad an. Er starrt dir in die Seele. Ja? Nein! Der bewegt sich echt! Ja, das ist so näher an. Und der bewegt sich auch, der Dreckige! Kann es sein, dass er den vorherigen Stern dann einnimmt? Ja, und ich hab sogar genug Münzen. Kacke. Als ob du den jetzt einfach so geschenkt bekommst. Oh komm, bitte, keiner muss Münzen abgeben! Keiner muss mir Münzen geben, keiner muss mir Münzen geben! Hauptsache, er muss überhaupt Münzen abgeben! Ich will keine Münzen abgeben, halt's mal. Yoshi? Yoshi, und wer? Bitte gib mir deinen Stern. Das hättest du wohl gern. Ich hasse dich so sehr! Du eingebildete... Die reizt sich alle... Du dreckige Pote! Warum nehmen mir alle meine Sterne weg? Die hat mich aber komplett hops genommen. Komm mal richtig. Also, wir sehen hier mal wieder, wie sehr dieses Spiel Freundschaft zerstören kann. Gut, dass das ein Bot ist, sonst wäre die Freundschaft gerade draufgegangen. Ja. Safe. Komm, geh mal durch. Nein. Schade, versuch was wert. Alt F4. Ja, in keinster Weise jemals hin, bevor ich da vorbeikomme. Der Stern ist sicher an mir. Ey, warum wird mir die ganze Zeit meine Mützen weggenommen? Ich darf nichts Schönes haben. Oh fuck, Alter. Ey, ich will hinter den Minusstern haben, bitte. Wenigstens den. Erst beklaut mich Bowser Jr., danach beklaut mich Peach. The Flaming Podium. Oh, das ist da. Ah, das kenne ich, aber ohne das Feuer. Das kenne ich aus einem anderen Mario Party. Aus dem für die Wii. Da hat es aber kein Feuer. Doch, da war das auch Feuer.
Und da war das ein 1 gegen 3. War zu früh, verdammt. Das wird schneller, ne? Ja, Geschwindigkeit kann beliebig variieren. Ich kenne eine Version, da war das auch mit Feuer. Mein Gott, jetzt verkackt Kai! Nein! Nee, Peach sollte verkacken. Ja! Die hat dich bestohlen, nicht Kai. Dein Spring. Ich wünsch trotzdem eher den Bot. Du solltest Peach die Pest an den Hals wünschen. Gut, ja auch! Aber du hast ja auch Bowser Jr. angetan! Oder Baby Bowser. Mini Bowser. Ach komm, der war. Nee, warte, es war Baby Bowser. Bowser Jr. ist später. Ach komm, ich hab mir nichts zu verlieren! Ich kann mein Geld zurückgewinnen! Ach komm, Shining. Der Bowser war immer noch harmloser, wie das, was Peach gemacht hat. Bowser hat dir 5 Sterne genommen. Peach hat dir alle genommen. Oh nein. Gerne. Münzen. Mir wurden doch keine Sterne geraubt. Münzen, sorry, ich hab mich versprochen. Don't let the Bob-Omb blow up in your hands or you're out. Leute, glänzt mir doch. Throw Bob-Omb, catch Bob-Omb. If you don't press the B-Button at the right moment, you'll drop the Bob-Omb. If you catch it, you can pass it off right away. Okay, man muss den dann so fangen, um ihn wegwerfen zu können. Okay. Da. Es ist zufällig, an wen da geht. Nein! Oh, nein, du kannst das entscheiden. Okay, ist schon mal der Richtige raus? Du solltest ihn werfen. Ach nee, ich hab gewartet. Danke, du Arm. Bitte. Ich hab das B drücken zum Fangen vergessen, die das zusammen. Das Traurige ist, ich mach trotzdem Plus, weil ich hatte eigentlich gar nichts. Ah, schön. Warum kriegt der die Trostmünze? 24 Münzen, läuft. Ich hab Plus gemacht. Ja, ich hab immer noch genug bei den Sternen und keiner kommt in diesen Kackstern ran. So. Mir wurde halt alles genommen. Sorry of my life. Ron, nehm mal nur aus. Kann ich jetzt bitte eine 1 sagen, Leute? What's up? Hier ist ein Rush It. Hopper mir weg, for a ride. For 5. Irgendein 4 Coins. For 4 Coins, ja. Ich darf nicht mal aussuchen! Jetzt zieh mir den Hintern, geht aus den Taschen! Das ist vor dem Sternen. Oh. Wieso werde ich so gemobbt? Alle auf den Schauspielträger! Nee, momentan sieht ihr nach alle auf den mit den Katzenohren! Alle auf die Schildkröte. It's a 3-on-1 penguin race, be the first to throw the fish to your friends at the finish. Left, right, move, repeat or they run. If you water too fast, you might fall down. When you start to slide, it's time to slow down. Ah, okay, es ist nicht, wer am besten spammen kann. Okay, das ist also einfach, Toll, und ich muss den Scheiß alleine rennen. Ich muss dafür den Fisch abgeben und hoffen, dass Peach nicht reinkackt. Als ob der Bot reinkackt. Der ist auch einfach. Könnt ihr da in den Gang stehen bleiben und dich behindern? Weiß ich nicht. Obwohl, du kannst ja um ihn rum. Gepär! Lauf, Sunny! Ich will auch mal Münzen haben! Sag mal, wie komisch läufst du denn? Wie bist du so schnell diese Hügel hochgekommen? Hä? Wie bist du so schnell diese Hügel hochgekommen? Ich hab A gespammt und als es runterging, hab ich aufgehört. Dann bin ich einfach runtergeslidet. Das ist so dämlich gewesen. Ich spam da A durch und komm den Hügel nicht hoch und du überrundest mich auf den Hügeln. Das gehört der Stern jetzt mir. Ja, mich wird heute nur reingetreten. Ich hab eine Vermutung, wo der jetzt hinkommt. Ja, den Anfang. Oh, vor meine Füße. Hinter ein Tier.
Ja, der nimmt echt immer den Platz ein, wo der Stern vorher war. Ey, so den einzigen, den ich gerade eigentlich nicht die Pest an den Hals wünschen will, ist tatsächlich Luigi. Es ist, glaube ich, wirklich praktischer, wenn du den Weg nimmst. Ich glaube, es ist auch besser, die Münze abzudrücken, um außen rum zu kommen. Ach, du kannst auch noch den Preis für die anderen erhöhen. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ja! Oh, da hätte ich vielleicht vorher nachgezählt, weil da eine Gefahr ist. Endlich, jemand anderes wird mal getreten, anstatt mir. Starsteel. Solange mir mein Stern nicht klaut, ist mir alles egal. Starsteel? Ja! Weg mit dem Dreck! Bowser mag dich aber absolut nicht, Bro! Bowser Ren? Der ist abgehauen! Hä? Du Feigling, Bowser! Du Feigling! Warum wird man so hart getrollt? Ist er vielleicht abgehauen, weil ich den kalten Schlüssel noch hab? Dass er Angst vor diesem kalten Skelettschlüssel hat? Ich hab keine Ahnung, Mann. Skibogen! Ist halt wirklich so. So, du musst jetzt 2 Coins zahlen. Warte! Okay. Ja. Lass dich um Pause. Ich mach's für den nächsten teuer. Außerdem habe ich dann wenig zum Verlieren. Gebt mir Münzen, gebt mir Münzen. Ich glaube, dem dämlichen Affen alle seine Münzen. Erstmal wird entschieden, was zu Anfang passiert. Was ist das? Ich glaube, Münzen und Sterne werden getauscht. Oh. Komm, ich will! Ja! Peach! Nein! Meine letzte Drecksack! Ich wollte in die anderen reintreten, doch nicht bei denen! Nein! Du Sau! Sau! Obwohl das. Ich hätte einfach auf 0 gehen sollen! Das wäre einfach nur, gib mir all deine Münzen! Nee, mit dem spiele ich nicht! Mit dem spiele ich nicht! Der hat mir meine Münzen geklaut! Ich weiß nicht, wovon du redest! Ist klar! Sky Pilots! Ich hab nichts getan, das hast du dir eingebildet! The player filling the plane, the player flapping the wings must cooperate to reach the finish line first. Mit dem kooperiere ich nicht! Warum? Pete und DK steer plane? Ihr beide müsst. Wir müssen flappen. Wir machen Flappy Birds. Ja. The player steering. You'll get the most speed with full of wing flaps. Lift the wing high before dropping them down. Okay. Wir müssen kooperieren, Sunny. Ich kooperiere nicht mit dir. Solange Peach jetzt vernünftig steuert, ist mir das alles egal. Sunny? Ja. Oh, die Steuerung ist invertiert, Bruder! Oh, nee! Wenn ich nach oben drücke, du do. Na komm, Kanonenkugeln, komm, Sunny! Ich sitze so zum Kotzen, dass die Steuerung invertiert ist, ich hasse das. Ja, wir wurden gerade nochmal weggeballert! Wo kam die Kanonenkugel her? Komm, Sunny, machen wir sie fertig! Ich hasse invertierte Steuerung in Flugspielen, ich sag's wie es ist. Ich hab versucht hochzuziehen. Ich hätte lieber versucht nach links oder rechts auszuweichen. Wieso steuerst du uns jedes Mal in die Kanonenkugeln? Oh, das war knapp. Ja, da war es gut, gerade kurz stehen zu bleiben. Denk doch nach links! Nein, hab ich! Ich hab nach links gedenkt! Aber ich konnte nicht! Ja, komm! Nur durch die Kanonenkugel jetzt! Ja! Ja! Weil Peach jede verkackte Kanonenkugel mitgenommen hat. Das wäre so schön, wenn wir jetzt gerade 4, ne? Dann könntest du jemanden anschreiben. Guck, ich hab dir auch 10 deiner Münzen zurückgeholt. Halt's Maul! Gib meine Münzen wieder. Peach ist immer cool. Jede verkackten. Jede verkackte Kanonenkugel nimmt die mit. Es ist schön, wie gut sich alle hier verstehen mit dem Spiel. Alter, hier, mit mir kannst du dir den Stern nicht leisten! Ja!
Duellhandschuh. Nein! Ich glaube, damit kannst du jemanden um einen Stern berappen. Der Duellhandschuh. Ich glaube, damit kannst du jemanden wirklich einen Stern abziehen. Oder zumindest die Herausforderung, um den Stern abzuraten. Ja. Ein fällt weiter und ich hätte allein kämpfen müssen. Mhm. Ich hätte dann so hart in mich reingetreten. Ja! Dabei habe ich ihm noch nur Gutes heute getan. Skateboard Scamper, was? Halt's Maul. Ich habe dir nur Gutes getan. Ich habe dir nicht eine böse Sache angetan. Every Scamper ever, you're trapped in Blue's Haunted House for a skateboard race to safety. Jump repeatedly to the gate. Okay, B-Spam und nebenbei auch noch A zum Hüpfen. Zumindest die Warum Practice? Ja, wer auch immer. Weil irgendwer R gedrückt hat. Ich hab Plus gedrückt. Aber irgendwer war schneller als ich. Ich hab gar nichts gedrückt. Ich auch nicht. Bei welchen Dinger muss ich denn überhaupt springen? Ah. Da. Ah, da sind Menschen zu mitnehmen! Ich hab gehört, den zu drücken, weil ich springen musste. Hol den dreckigen Affen! Frisst die dämliche Prinzessin. Alter, ist der Buu schnell! Und wir haben alles verloren. Es ist nur unentschieden. Niemand kriegt was, weil er auch die Prinzessin. Okay, nee, zumindest die Prinzessin. Eingesammelt haben. Ja, toll! Bringt mir ja auch so viel. Wenn mir fucking 30, 40 Münzen geraubt werden. Ey, ich hab sie dir nicht geraubt. Genau genommen habe ich sie dir nicht geraubt. Wir haben unsere Münzen getauscht. Könnte ich da 2 kriegen? Nein. Na, damit komme ich auch zurecht. Dann habe ich noch eine Chance. Also ich habe sie dir nicht geraubt. Wir haben unsere Münzen getauscht. Das ist ein Unterschied. Das nutzt du nicht noch so viel. Ach so, alle, die da stehen. Ah! Ja, danke. Du brauchst trotzdem noch 5 Münzen. Da ist eine Bank auf dem Weg. Die kriege ich. Und ich wieder als Letzter. Und ich muss sogar den ganzen Weg laufen. Ey, warte mal. 50 Münzen hat doch einen Stern stehen gekostet, oder nicht? Was hat ein Stern gekostet? Bei Boru konnte man noch für 50 Münzen einen Stern klauen. Ich glaub ja. Kai! Nein! Ja, ich laufe dem Bot und nicht von mir. Aber der Bot hat mir nichts getan. Okay, das ist gleich verständlich. Wir müssen uns runterhauen. Okay, das ist sowas. Und die gehen offenbar weg. Guck mal, wie gut die grinsen können. Bewegen sich. Oh! Alter, ich hab die Arschbombe gerade gerettet, ne? Mann, jetzt fall doch mal runter! Nein, ich will das nicht! Weit gesprungen! Bin ich! Zu weit gesprungen! Aber ich krieg nichts, weil der Bot noch lebt! Immerhin. Ja, du hast genug Münzen. Der Bot auch. Nee, ich hab voll wenig. Ich hab nur 5 Münzen. Guck mal, jetzt hast du doch die Chance, 10 von deinen Münzen zurückzubekommen. Ja, du mich auch. jetzt will ich die Münzen haben. Um Gottes Willen. Ah, das kenne ich! Warte, das ist komplett random. Ich kenne das. Wir haben jetzt alle so Hebel und wir müssen einen runterdrücken und nur einer von denen ist falsch. Ah, der, wenn es explodiert, ist man raus, ne? Ja. Oder wie? Der Letzte, der steht, hat gewonnen. Das Spiel ist cool. Tschüss! Hui! So, hat Luigi Luck? Nein, er lebt noch. Wisst ihr, Leute, ich bin grün, ich vertraue meiner Farbe. Bang. Komm, den Falschen, Zanni, den Falschen! Spring den Affen! Ja! Nein! Verdammt! Ja. Komm, Kai, bitte gönn es mir doch. Ich vertraue auf Pink!
Vertraust du Peach? Ja! Warum vertraue ich meiner eigenen Farbe nicht? Ich hab gehofft, dass du nicht nochmal auf Grün vertraust. Das ist so lagbasiert, das Game. Warum sollen die anderen Dulis kriegen nicht? Nein, warum kriegt er was? Ich hab Kette bekommen. Ich bin noch eine Mitleidsmünze. Oh Mann, ich hab halt nur eine Münze, das ist absolut kacke. Aber damit kann sich Peach den Geist nicht mehr leisten. Hey, du spielst jetzt gerade den Shining Simulator. Ich habe mein Münzenpech an jemand anders weitergegeben. Kann ich bitte eine 8 kriegen? Nö, keine 8. Du hättest jetzt auf das rote Feld kommen müssen. Alter. Die letzte Münze auch noch wegnehmen. Solange du nicht den Buhu kriegst, bevor ich den Stern habe, ist mir alles egal. Oh, ich hab den Bot. Magnet Carter. Was ist das? Oh, eigentlich will ich jetzt sogar verlieren, damit die Peach nicht noch Geld kriegt, um den Boot zu bezahlen. Okay. Bro, wir müssen gewinnen, wenn die Peach verlieren soll. Using the Magnets. Ah, wir müssen einfach nur Münzen sammeln, offenbar. Anscheinend, du hast die Coins in Chest und Carter offer to your team's hole. Okay, einer muss die Kiste holen und einer muss das Geld holen, okay. Ich dachte, ich wäre mit der Peach wieder zusammengeschmissen. Nein, ihr beide. Ich glaube, das ist so ein Minigame, wie generell. Oh, was ist denn das für eine Die Steuerung ist ein bisschen weird. Mhm. Ich hab was Schönes! Nehmen wir die Kiste weg! Ich versuch's, aber ich komme ja nicht mal mit der Steuerung zurecht. Oh. Kann Alter, überhaupt jemand anderen was mopsen? Nein, offenbar nicht. Hab's. Die Steuerung war ja mal komplett bescheuert. Ja, die Steuerung ist wirklich bescheuert. Ich hab aber es haben sich trotzdem alle gefreut. 26 Münzen. Alter, der hat fast 100 Münzen. Er kann fast 2 Sterne klauen. Nein, ich kann nur einen klauen. Aber ich müsste mir eigentlich einen Schlüssel einfach nur holen und dann nochmal zum Boho gehen. Glaube ich einfach eure Sterne. So, wer ist denn der Favorit? Ja! Da ist jemand für mich. Ja, nicht zu Münzen! Das ist doch nicht wahr, ne? Ey, wenn selbst das Spiel euch auf den Sack geht. Ach, da war irgendwas mit Duell-Minigames. Ich konnte das jetzt nicht lesen. Ich hab nichts gedrückt. Same. Mir fällt da was ein, ne? Sunny hat noch diesen Handschuh. Nein, hab ich nicht. Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Also für mich lohnt es sich ja eigentlich mehr gerade, du kommst aus Boserfeld. Oh, bitte verliere den Stern wieder. Ey, jetzt kommst du, klaut jetzt einfach alle Sterne. Ja, ja, danke ins Spiel! Da bin ich gerade dran vorbei! Oh! Und mein Schlüssel reicht nicht. Dieses Toad freut sich. Komm, alle Sterne! Alle Sterne! Manni, du musst mitsingen. Sterne, alle Sterne, alle Sterne! Okay, jetzt geht nur einer. Stern! Oh. Das so viele Münzen habe ich nicht. Ich habe es trotzdem pleite, Geier. Egal, ich habe 2 Sterne, das reicht, um erstmal die Führung zu haben. Der Schlüssel, der hat es ja eigentlich so gut wie gar nicht gebracht. Außer nee, bei dem einen Punkt da unten. Der Schlüssel ist komplett sinnlos, erstmal. So, mit dem Handschuh kannst du jemanden herausfordern. Ready, let the duel begin! Ist es Zufall, wen du aussuchst, oder kannst du jemanden bestimmt nehmen? Ich hab noch keinen aus. Pick your enemy! Ich würde Peach nehmen, weil die hat das beste Angebot. Ja, der gibt wahrscheinlich am meisten Sinn. Ah, man spielt um Coins. Guck, da hättest du bei mir doch eh nichts holen können. Du kannst doch nur das nehmen, was du zur Verfügung hast, ja! Oh, das ist kacke. Boah, ich hätt Peach einfach alles abziehen können. Press the A, B in the order shown on the screen. The first player to press them in order is the victor. If you must take the order, you must start over. Swipe surely, but swift.
Okay. Go Peach! Oh, ich hätte Peach diese 11 Münzen gegönnt, ne? Und sie hat immer noch genug, um mir meinen Chill. Er muss trotzdem noch die ganze Runde laufen. Sonixis, ja. Ich bin am nächsten am stärksten dran und gleichzeitig nicht. Du bist am, gleichzeitig am nächsten und am weitesten entfernt. So, ich will, glaube ich, mindestens eine 4 haben. Hä, hey, so wunderschöne 2 Sterne. Aber er ist mir mit dummen Münzen gebettet, nur Kai kann eigentlich was gewinnen. Kai hat einfach überhaupt keinen Einsatz. Ja. So oder so gewinnst. Ich kann nicht verlieren. It's a mushroom. Grabs opponent's bags and pull mushrooms. And by pressing B button repeatedly. Move, grab back, jump after grabbing steel, if grab check free. Okay, einfach Pilze mopsen. This back is a gold mushroom unit, that's worth 3 normal ones. Go for the gold. Okay. Okay. Den goldenen? Keine Ahnung, irgendwer. Jetzt gib schon hier! Wir schlagen uns alle nur gegenseitig. Wie grab ich denn? Wie hole ich denn überhaupt Pilze bei euch raus? Ey! Gib mir meinen Mushroom wieder! Ich hab einfach gar keinen. Ich hab einen geklaut, aber das kommt jetzt am Ende darauf raus, wer den Ja! Ich hatte den goldenen! Ich weiß ja nicht, wie ich Mushrooms geklaut habe, aber irgendwie anscheinend. Ey, Kai gewinnt so viel gerade! Ja, das ist schlimm. Wir haben alle am Anfang 5 bekommen. Und einer wurde euch jeweils geklaut. Deshalb hattet ihr noch 4. Und ich hatte mehr. Ich hatte sowieso mehr, weil ich den goldenen im Und in jetzt, der bin ich, Ach, jetzt bin ich mit dem auch noch im Team! Ich will dich nicht unterstützen! Destruction Duet. Oh, dürfen wir jetzt Sachen zerstören? Anscheinend. Ja. Your job is to be the first demolition dude to demolish the Bowser statue. Move, jump, attack, kick, hit. Macht das einen Unterschied mit was wir ihn angreifen? Different attack do different amounts of damage. Attacks with different combinations. Okay. Hip drop, kick, jump. Dann let's go. Ich mach Dropkick. Warte. Was ist, gehst du da hin? Runter mit dir. Ist das immer gegenseitig oder wie? Ich hab ihn ja in der Arsch rumgegeben und danach hab ich ihn von der Statue gekickt. Ich finde das gut. Ich schlage mich immer gegenseitig für die Stadt und zu verprügeln. Das war merkwürdig, das bin ich. Das sagt, wenn man jedem Minispiel vorher verliert. Weil ich die meisten Spieler nicht begreife, weil ihr so schnell da durchkommt. Nein, der kann auch einen Stern klauen. Oh oh. Well? Ja, weil nur ich den Stern hab. Jetzt. Der hätte auch meine Münzen klauen können, dass ich keinen Stern klaue. Es geht dir in dem Spiel um Sterne, als ob die sich darum kümmern, dass du einen Stern hast. Im Übrigen, was die Duelle angeht, ich glaube, das war damals so, dass wenn man aufs selbe Feld kommt, dass man sich duelliert. Mhm. Das lohnt nicht. Eigentlich kannst du den Schlüssel wegwerfen. Du könntest es öffnen und dann trotzdem weitergehen, ne? Die Möglichkeit besteht. Ja, ich komme ja sowieso nicht an einem irgendwann im Laden vorbei. Dann hebe ich mir den Leben auf. Ja, 5 Münzen hier damit. Er gibt mir 5 Münzen. Was? Also nicht Bestehte und nicht Beschenkte. Hey, wait a sec! Du kleine Drecksack, ja, das hast du verdient. Den hast du jetzt verdient. Wir sehen Bowser heute echt oft. Ja. Stars Pack to go? Stars Pack to go! Stars Pack to go! Ja!
Was bringt mir das? Was bringt mir das? Bowser. Thanks. Gar nichts. Hä? Okay. Er ist abgehauen. Hat er mich getrollt oder ja. Wie? Ja! Arschloch! Aber egal. Ist zumindest besser wie alles andere, was hätte passieren können. Stehlen? Klau irgendwem Coins. Geh damit. Jetzt hat jeder einen Stern außer ich, das ist gemein. Dafür lohnt es sich, Münzen zu farmen. Und jetzt ist der Stern wieder weg. Mann, wie oft kommt denn Nein, der kriegt 10.000 Coin Present. Ja, die Münzen werden aufgeteilt. Ja. Das obwohl, das ist für mich eigentlich Kacke. Ist das gut für mich? Ich weiß es nicht. Nein, du warst. Doch, nur für mich hat sich nicht gelohnt. Wir ich haben alle zwei oder ich drei habe vom Prinzip her gerade alle Münzen abgegeben. Jo. Total Bandstand. Verhext. Ich hatte die eh verhext, du dürftest halt die ganze Zeit nicht reden. Take turns playing Toad's Opus, the best performance wins. Play instrument. If you miss to know that a cone will fall on your head, watch your rhythm to play with style. Okay. Okay. Okay, einfach nur A drücken, wenn wir die Note vor uns haben. Sunny verkackt nicht! Uff. Baba! Spiel schon die Flöte. Lass uns nicht überreden. Ich glaube, Peach hat schon ein paar kassiert, oder? Mhm. Kriegt man auch eine Nuss ab, wenn man drückt, obwohl man gar nicht dran ist? So, wir hätten mehr Nüsse abbekommen. Ich habe auch zwei kassiert. Ich weiß es nicht. Ich hab nichts kassiert. Peach, du hast uns gecarried. Dreckspotter! Ehre! Danke, Sunny! Bitte, aber du kannst jetzt trotzdem keinen Stärke. Oh ne, hast du schon geklaut, stimmt. Dreckiger Bot. Naja, was? Nur den Bot abbleiben. Nein, ach komm! Ey, come on! Der Bot hat mehr Glück als Verstand. Jetzt wirklich so, wie viel Glück muss man haben? Yeah! Du hast keinen Stern mehr! Wie viele Runden sind's noch? Zwei. Das steht keiner da jetzt sogar am Anfang Stern der Runden. Sunny, das steht da immer. Ich achte da nicht bei den drauf, letzten fünf. Bei den letzten fünf kannst du jede Runde lesen. Magische Lampe bringt dich direkt zum Stern, ne? Selbst wenn er sie kauft, kann er sich den Stern nicht kaufen. Er könnte. Es ist doch noch eine Runde übrig, wenn er jetzt das Minigame gewinnt. Dann kann er sich vom Prinzip einen Stern kaufen. Ich kenne die goldene Lampe noch. Kaldu. Da. Das bringt dich sofort zum Stern. Also wenn du jetzt richtig ein Schwei hattest und das Minispiel gewinnst, kannst du dir den Stern kaufen. Ja, ich bin am überlegen, ob ich den... Nee, das schaffe ich. Ich würde eher auf die Lampe gehen. Ja. Und einfach ja, gucken, ja, dass du jetzt wirklich das Minigame gewinnst. Ich muss die Lampe nehmen. Oh, 6 Münzen, das ist gut. Ja, und dabei soll es bleiben. Ich dachte, das Minigame jetzt nicht gewinnen. Kai, wenn du mit ihm im Team bist, bloß verlieren. Ey! Ihr müsst verlieren. Okay, ich gebe mir jetzt einfach keine Mühe. Ah, das kenne ich. Okay, er will uns runter saugen und wir müssen wegrennen. Ja, ist relativ. Ja, relativ leicht verständlich. Und da sind Münzen. Oh, Kacke, verdammt. Er braucht nur 4 Münzen sammeln. Wir verhindern eigentlich nur, dass du Geld kriegst. Ich opfer mich, damit er die Münzen nicht kriegt. Nein! Ach, man ist dann endgültig raus, okay. Man respawnt nicht, wenn man ihn berührt.
Ah, shit. Behalte ich die Münzen? Peach macht das richtig intelligent. Guck mal, wie die da um die Ecken düst. Mhm. Ich krieg dich aber auch nicht weggedreht. Ich war zu greedy. Ich wollte den Sack haben. Ich wollte bei ihnen, dass Kai Münzen bricht. Er hat trotzdem die meisten Münzen kassiert. Yes! Bei unten hast du noch. Verdammt, er kann sich den Stern leisten. Aber vielleicht steht er dann für mich günstig. Hallo Kai. Hi. Zeit für ein Duell. Was spielen wir? Fencing. Oh Gott. Hi. Vergeht nicht, dass ich dieselbe Münzenmenge gewinnen kann, ne? Komm. Nimm alle Coins. Wenn schon, dann müsst ihr richtig gamblen. Ich glaube, höher kann er nicht gehen. Doch, ich hätte noch höher gehen können, aber ich wollte nicht höher. A, B, Z. Dort. Okay. Einfach in die richtige Reihenfolge drücken. Und Fernsehen! Oh, er verkackt. Aber ich verdrückt. Danke für die Münzen. Ich wollte dir eigentlich so viele Münzen überholt. Ich wollte dir eigentlich genauso viele Münzen abnehmen, dass du dir diese Lampe nicht mehr kaufen kannst. Und er nutzt die jetzt erstmal. Jo, muss ich ja wohl. Ja, man hat jeden Stern und wieder sind die Münzen wichtig. Ja. Ein Toad-Team. I'm the Mushroom Genie who lives in the magic lab. Well, let me fly you to Toad. Please ride on my back. Das sieht merkwürdig aus. Here, hang on tight. Here we go. Mushroom Kadabra. Mit so einem sehnlosen Blick. Ja klar, mach halt mal erstmal eine Weltreise, nur um über die Insel zu kommen. Oh, das ist zu gut. Ey, wie gesagt, wenn es einen Minusstern kriegt, den krieg ich definitiv ich. Ja, danke, noch weiter weg. Da kriegt den auf jeden Fall keiner mehr von uns. Ich glaube, ich komme eh nicht mehr bei dem Shop-Typen an, außer ich habe jetzt mal endlich Glück mit dem Würfel. Verdammt, er kann auch mal einen von uns Münzen klauen. Ich glaube, am ehesten lohnt sich aber echt Peach für dich, weil sie wehrt sich nicht. Ja. Zumindest nicht so sehr wie wir. Wir werden rein spammen wie sonst was. Eben. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch Peach beklauen, vor allem weil die so viele Münzen hat. Ja, ich habe ungefähr genauso viele. Tier for your mecha fly guy who fly, whoever flies far over. Ich habe gerade Fartes gelesen. So, wer den weitesten Weg. A und B repeatedly, ne? Wind up, just ready to wind you mecha fly guy. Ja, A und B repeatedly. Okay, bin schon mal in Position. Ich hoffe, mein Akku macht das mit. Ich spam gerade. Peach hat auf jeden Fall verloren. Hallo, ich drücke auch die ganze Zeit. Du musst beide Tasten gleichzeitig drücken. Ja, ich weiß. Komm, mein Fly Guy, komm! Ja, keine Verkackt, ja. Verdammt! Komm, Peach! Ja! Ich hab sogar den Rekord gebrochen! Easy! Hier gleichzeitig drücken, da. Ich hab das Spiel falsch verstanden. Also muss Armbit getrennt drücken. Ja, separat. Da stand doch Repeat simultaneously. Ja. Okay, das simultaneously, das habe ich überlesen. Entschuldigung für meinen Doofheit. Ich spiele uns nicht mehr mit euch. Ich kann nichts mehr kaufen, danke. Ich spiele nicht mehr mit euch. Ey, jetzt redet mir schon wieder. Okay, Kai, du willst schon wieder Münzen betteln, dann komm doch her. Aber ihr wollt euch auch kloppen, ne? Immer. Ey, ganz ehrlich, komm. Für dich lohnt es sich halt nur das Maximale zu versuchen rauszuholen. Okay, ich bin bereit. Fight! Nein!
Nein! Oh. Ja! Oh, scheiße. Da hat so oft verdrückt, das war... Ja, ich hab ihn auch zweimal genau beim Ende verdrückt. Also Shining ist unser Fechtmeister hier, habe ich gehört. Ich drück einfach die Tasten richtig. Ich hab keinen Bock mehr auf Mario Party, das Spiel ist doof. Komm, nimm ihn seine letzten 6 Münzen. Oh nein, nein. Klaus sie von Yoshi. Ich hab keine Münzen, du willst sie nicht. Ja, sie wehrt sich halt wesentlich weniger als wir. Ja, da lohnt sich halt einfach am meisten. Weil eventuell hast du mir damit den Victory geschenkt. 69 Münzen. Lieber du wie der Bot, sag ich ehrlich. Ich will was Kleines. Ich will nicht nochmal Münzen abdrücken. Roll, roll. Roll, 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 roll. Oh. So many characters are milling about. Whoever is right when roll call comes to win. Oh Gott. Okay, einfach nur 10. Fooled. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, das sind 18. Nee, das sind sogar mehr. 19 oder 18? Ich sag, es sind 21 ungefähr. War halt schwer zu zählen, wenn die so ineinander fliegen. Ja! Nein! Ich hätte bei 18 bleiben sollen. Ja, hättest du. Ich hatte am Anfang auch 18 und dann sind wir hier dazugekommen und dann bin ich aus dem Takt gekommen. So, warte. Den Teil brauchst du nicht vorlesen, aber den darauf vorhin mit dem Bonusstern, bitte. Now I award the bonus stars. The following players shall receive 1 star for excellent performance. Bada! Minigame Star, okay, das ist meiner. This award goes to the player who collected the most. Meiner, ich hab doch in einem hier schon so extrem viel gewonnen. Goes to Yoshi. Ich hab doch in dem einen Minigame, glaube ich, so um die 50 Münzen einmal gewonnen. Als nächstes, der Coinstar Award. Danke! Oh ja, gut, können wir gar nicht mehr gewinnen. Das ist dein Sieg. Vielen Dank! Lieber du wie Peach. Next der Headman Star Award. Goes to Luigi and TK! Ihr seid zumindest höher als der Bot. Ja, wir haben zumindest wir kriegen noch den Troststern. Now for the official announcement of the Superstar is... Big news, the secret treasure has been found. You must reach Captain Bowser. What's oh, wir haben jetzt noch... wir haben noch ein Minigame. Oh, oh Gott. Full of treasure. Stop right there. Bin Bowser nicht ich? Stimmt, Bowser musst du, ja. There won't be a thinking of stealing me treasure. Hallo? I was just looking, Captain. Oh, that's better, we made it. Oh, who goes there? Why, it's... Captain Yoshi! So, come, Captain Yoshi. Ich kann so schnell nicht lesen. You never get me plunder. Den mach ich fertig. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur die Sequenz für hier für den Stern. Ah, Rampart. Dich mach ich fertig! Ich hab schon gerade eben bewiesen, dass ich der Fechtmeister bin. Ah, oh, that's smart! Hört's. That's smart. Fine, but you can have the treasure. Thank you, Yoshi, you're the superstar of Pirateland. Bada! Ich hab zweimal in Folge gewonnen, Leute, das seht ihr nie wieder. Doch, bei Retrogate. Weil ich mich da immer selber umbringe. Same. Ich habe jetzt aber eigentlich nur auf Mario Party bezogen. Ja, ich habe gewonnen. Zweiter. Weil ich mehr Münzen habe wie der da unter mir. Weil ich beim Fechten verkackt habe, sonst hätte ich deine mehr Münzen. Das ist richtig. Ich hätte es Kai eigentlich tatsächlich gönnen können, ne? Das hätte keinen Unterschied gemacht. Ah, so viele Münzen für mich jetzt zum Ausgeben.
Oh, guck mal, alle Sterne werden dafür zusammengezählt. Ja, haben wir 8 Sterne. Die 8 Sterne werden in 400 Coins umgewandelt. Yeah! Coins. Hat der noch irgendwas zu verkünden? Okay, das ist das Startmenü, Leute, übrigens. Ja, Leute, das war doch wieder eine saftige Mario Party Runde. Beim nächsten Mal hoffentlich zu viert. Ich habe sie grandios fertig gemacht. Kai hat die Kontrolle. Kai ist schon rausgegangen. Ich bin unmotiviert as fuck. Es war dieses Spiel, beziehungsweise diese Runde, hatte auf jeden Fall Höhen und Tiefen für jeden von uns. Das ist wahr. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Vergesst nicht in den Kommentaren zu sagen, welches ihr lieber haben wollt. Aber uns persönlich wäre es wirklich lieber, wenn wir Mario Party 2 oder eventuell sogar hinterher 3 spielen. Ja. Weil das ist eigentlich relativ cool, das Spiel. Also die Map fand ich richtig nice. Ja, die Maps sehen allgemein echt nicht schlecht aus bei dem Mario Party 2. Wir würden auch generell hier eventuell jede Map auf jeden Fall einmal durchgehen, weil die sehen alle ganz nice aus. Hier könnt ihr mal so ganz leicht so drüber gucken. Und so, es gibt noch so ein Westernland, ein Spaceland, Mystery, das sieht jetzt nicht ganz so geil aus. Und das Horrorland, und da steht auch drunter, wie schwer die sind. Doch, Mystery finde ich sogar relativ cool. Aber das sehen wir dann alles beim nächsten Mal, hoffentlich dann wirklich zu viert. Wir suchen noch einen vierten Spieler. Also eigentlich hatten wir einen, aber der ist unter die Vögelbeobachter gegangen. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.